und indem wir verstehen, dass jetzt das sechste goldene Zeitalter ansteht. Denn wir befinden uns im Hanuman-Zeitalter des Erwachens. Und das Witzige ist, ich habe gerade auf dem Flohmarkt eine Skulptur gekauft und ich wusste, ja, es ist ein Affengott, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber es ist Hanuman. Und gestern habe ich gelacht, als ich das herausgefunden habe, dachte mir, ah ja, deswegen kommt dieser Gott zu mir, weil das ist in der hinduistischen und yogischen Mythologie die Repräsentanz der bedingungslosen Liebe und die Hingabe an König Rama und seine Gemahlin Sita.